ESTV, Videos aus der Region. Popping Battle und klassisches Breakdance. Das waren die Disziplinen bei der Summer Session der Battle Toys in Plochingen mit 15 Paaren bei den Breakdancern und 12 Dancern beim Popping Battle aus ganz Deutschland. Es ist Corona-bedingt die einzige Veranstaltung der Battle Toys in diesem Jahr in Plochingen, gemeinsam mit dem Jugendzentrum. Deutschlandweit gibt es ganz, ganz wenige Events dieses Jahr. Mein letztes Event, was ich gemacht habe im Jugendzentrum, das war im Januar 2020. Da haben wir die Session gemacht. Das ist eine Junior Battle, die ich seit 10 Jahren mache, also nur für Kids und für Jugendliche bis 16 Jahre. Und das ist tatsächlich die letzte Veranstaltung auch von uns hier in Plochingen gewesen. Wir machen das Ganze, um die Community wieder zusammenzubringen und einfach der Szene mal wieder was anzubieten. Beim Popping Battle treten Tänzer oder Tänzerinnen gegeneinander vor einer Jury an und bewegen sich quasi wie ein Roboter zur Musik. Beim klassischen Breakdance auf dem Boden tanzen immer zwei Paare ebenfalls vor einer Jury gegeneinander und versuchen sich mit akrobatischen Moves zu überbieten. Merkt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern förmlich an, dass sie ihren Sport, der übrigens ab 2024 auch olympisch ist, präsentieren wollen. Wenn ihr nun Lust bekommen habt, Breakdance mal auszuprobieren, dann könnt ihr euch bei einem der Kurse der 1997 gegründeten Battle Toys anmelden oder einfach mal beim Training vorbeischauen.